Ja, ihr lieben Horrorfans, es geht weiter mit Visage und mit meiner Visage auch. Ich habe nämlich meine Facecam wieder. Also eine neue, die alte war kaputt. Ja, Kapitel 2 ist jetzt da, wir schauen mal kurz rein und zwar Dolores, das Kapitel ist jetzt verfügbar. Erkunde das Haus noch einmal, um ein weiteres brandneues Kapitel mit etwa 6 Stunden Spielzeit anzugehen. Du kannst nicht gleichzeitig in 2 Kapiteln spielen. Heißt also, wir können jetzt wahrscheinlich das Schicksal der Frau erleben und 6 Stunden sind so ein bisschen weit gegriffen. Also der Schauerland hat mir schon gesagt, es ist halt viel Rumgerenne und viel, viel Rumgesuche. Also wird sich das Ganze wohl ein bisschen reduzieren, wenn wir einfach mal genau wissen, was zu tun ist. Weiß ich natürlich nicht, aber ich werde es zurechtschneiden. Also für euch ist es dann wahrscheinlich keine 6 Stunden, ganz und gar nicht. Aber ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr darauf. Sehr, sehr, sehr. Und ihr habt gesehen, am 7.11. oder 11.07. Also entweder ist es jetzt ein Jahr her oder halt 8 Monate. Haben wir das zuletzt gespielt? Ich weiß es halt echt nicht mehr, was dazwischen alles passiert ist noch. Das ist unglaublich, was immer an Spielen kommt. Ja, und letztes Mal haben wir hier das Easter Egg gesehen mit der Dubstep... Was? Der Dubstep-tanzenden Kleinen, die gestorben ist. Ich habe gemerkt, ich habe kein Feuerzeug. Hallo. Aber ich habe dann hier eins gefunden. Ja. Kein Klopapier, danke. Oh, Tabletten gibt's auch noch. Warte, warte, warte. Habe ich die Tür hier zerquetscht? Schnell. So. Cool, ne? Ich habe Feuerzeug. Ja, auf jeden Fall ist die Aufgabe jetzt, einen Gegenstand zu finden, der uns dann hier weiterbringt. Ich werde das, glaube ich, mal wegpacken. Ich muss echt mal kurz reinschauen. Ich weiß gar nichts mehr von der Steuerung. Ist unglaublich. So, und jetzt hier nämlich, das ist, glaube ich, der Clou. Das müssen wir machen. Read backside. Do not enter here, kids. Caution electrical hazard. Und hier steht, Kinder, wenn ihr was braucht aus dem Elektroraum, dann fragt eure Tochter, weil die kann Dubstep. Nein, geht und fragt Dad in seinem Büro oben, also im oberen Stock. Das machen wir doch. Das Dumme ist halt, wir haben echt nichts mehr hier, ne? Also wir haben keine... Yikes. Wir haben keine Feuerzeuge und das war eigentlich so das Wichtigste. Oh! Ist da ein Feuerzeug? Das, nee, das ist eine Dose. Verdammt. Diese ganzen Puppen. So, das wäre nämlich... Da ist ja noch ein Feuerzeug. Geil, ich habe noch eins gefunden. Ich finde ja noch mehr. Weil warum auch immer, ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe, aber... Feuerzeuge gab es halt keine mehr in dem Speicherstand. In den anderen übrigens auch nicht. Da haben wir es auch noch nicht durchgehabt. Deswegen habe ich jetzt nochmal einen alten Spielstand geladen. Also das Ding ist, es gibt zwar... Was denn? Es gibt zwar noch solche Schrecker hier jetzt im Haus, aber es ist so eine Art Free-Roam-Modus. Es wird also nichts Großartiges passiert, bis wir jetzt die Items finden und ich weiß nicht, wo die sind. Also macht euch darauf gefasst, dass wir jetzt etwas suchen müssen. Was? Oh, geht doch. Geht doch. Und ich hoffe auch nicht, ist es zu dunkel. Das wäre natürlich... Tamar! Ich habe das gerade angemacht. Das ist... Mal aus jetzt. Guck mal, eine Kerze. Ich sehe nichts. Anscheinend nicht, nee. Oh, guck mal, hier ist ein Schlüssel. Ah, wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Noch nicht. Sekunde, ich will mir erstmal bei Daddy oben... Wow, da ist noch ein Schlüssel. Der Schlüssel für den Keller. Den habe ich jetzt bei wichtigen Gegenständen. Hatten wir den nicht schon? Ich meine, unten ist doch schon alles auf. Nein, ich habe keinen Bock, dass irgendwann Samara aus dem Fernseher klettert. Ey, was soll das denn? Da kommen die ganze Zeit diese Geräusche, als wären hier irgendwelche Erschrecke. Da ist aber gar nichts. Ich hab Penner. Oh. Der Dachboden, kann ich da jetzt... Der Griff ist außer Reichweite. Ach, zu fix. Oh, die ganzen Gruselmatroschkas. Guck mal, nur einer hat noch die Augen. Ich habe auch nicht alle gefunden. Also, wie gesagt, es ist Early Access. Vielleicht kommt das alles noch. Vielleicht sind die noch gar nicht alle enthalten. Wer weiß. Ja, finde ich total gruselig, wenn eine Uhr läutet. Wer sich erschreckt. Ah, kann ich. Oh, das war so krass mit dem Gebiss. Oh Gott. Ach ja, das war ja ein Comic, oder? Hey.
The Neighbors, die Nachbarn, Spaghetti Circles. Die Seiten fehlen ja alle. Frank, give me 5 minutes. Die sind echt alle raus. Ah! Ich will hier weg. Kann ich nicht weiter untersuchen. Ey, was soll denn das? Der Free-Roam-Modus ist ja voll aggressiv. Ich meine, was hier passiert? Wie viel Zahnpasta die haben? Das war ein Vorrat. Oh, erinnert ihr euch noch mit dem Waschbecken? Oh, war das übel. Jetzt ist aber auch gut mit diesem Dililit. Ich hier noch Hirnschmerzen und das ist nicht möglich. Wie ihr wisst, das Hirn kann keine Schmerzen empfinden. Oh, Glühbirnen. Habe ich noch Platz? Nee. Nam, 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 nam. Ist da noch was drin? What? Wenn Kerzen aufgestellt werden. Ist auch eine Glühbirne? Nö. Das ist das Büro. Hier ist, glaube ich, dann irgendwo der Schlüssel für den Keller, ha? Nee. Zeitung. Oh wow, da ist er schon. Der Schlüssel mit Blitzsymbol. Wir gehen mal kurz in den Keller und dann werde ich das weitermachen. Hier oben. Wie gesagt, also dafür, dass jetzt eigentlich gerade nichts laufen sollte, ist es doch schon ein bisschen unheimlich immer noch. Hier auch nicht hin. Macht denn die andere das Licht aus? Ekelhafte. Geht die Lampe hier an? Oh. Tatsache, man kann es halt echt total hell machen hier drin. Guck mal. Keine Kerze. Daddy ist da. Oh, wie viele Feuerzeuge hier rumliegen und wie viele Glühbirnen. Das ist ja mal voll der Bonus. Ich packe das alles mal in den Schrank hier. In den Vorratsschrank, Kinder. Das werden wir vielleicht später noch brauchen, wer weiß. Ich verwehe mich. Nein. Nein. Okay, ich glaube, die bleibt da jetzt drin liegen. Und... Nein. Ja. Ich hoffe, das bleibt. Warte. Das war gut. Wie gesagt, Hauptsache ein paar Vorräte. Wichtig. Aber gut, dass der Elektroraum hier so wichtig ist. Dass man da halt einen Schlüssel für braucht. Und hier geht's auch noch weiter. Das ist ja crazy. Und gruselig. Ich glaube, ich brauche eher die Feuerzeuge als das. Hm. Ein Papierchen mit oder Glühbirne mit? Wir nehmen eine Glühbirne mit. Oh, oh, das ist neu auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Kitchen. Ach, wir können gar nichts machen. Das ist einfach nur, um alles auszuschalten wahrscheinlich. Oh, gut, dann würde ich mal... Warte mal, wir haben noch den Schlüssel gefunden jetzt. Den einen. Der passt nicht. Das ist doch der Kellerschlüssel. Okay, ich spanne euch jetzt nicht länger auf die Folter und mich auch nicht. Was war das Licht jetzt an hier? Ihr widerlichen... Und jetzt werde ich mal den Schlüssel grapschen und dann mal sehen, was passiert. Ey! Achso, jetzt wäre das passiert. Okay. Schlüssel mit kleinem Spiegel. Dolores Kapitel, ein seltsamer Traum. Das klemmt. Ist aber dumm. Kleiner Spiegel? Es soll doch Töne hier im Haus geben. Was ein Zufall.
Genau, die man jetzt öffnen kann, hieß es. Oh, fuck. Geht das nicht? Was für ein riesiges Haus ist das bitte, oder? Okay, es ist nur ein Durchgang. Hier ist nichts. Wie Sie sehen, ist hier nichts. Okay. Also nur dieser Raum hier ist wichtig jetzt. Ja, gibt's hier sonst nichts mehr. Leg die mal ab, die Birne. Alles klar, ich bin die ganze Zeit ein bisschen außer Fokus, oder? Hier mit der Kamera. Was soll das jetzt? Oh Gott, der Spiegel ist weg. Wird gespeichert. Haha, ich mach auch nochmal. Hallo, wo ist der Spiegel? Ja, ist ja gut, legt aber auf, bitte. Ich gehe mal in den Fortschrittsraum, mal sehen, was hier so los ist. Ah, der Unterkiefer. Ah, Gott, das ganze Fleisch noch dran. Ha, Heidewitzka. Da geht die Kerze nicht mehr an. Hoppala. Ey. Warum geht da die Kerze nicht mehr an? Ich verstehe das nicht, weil die Kerze ist doch eigentlich... Man kann die doch anzünden und dann irgendwo hin mitnehmen, oder nicht? Dann halt nicht. Und wo geht's jetzt weiter? Warum ist hier kein Licht mehr? Ah gut, das geht doch noch. Ja, aber wo? Eine Glühbirne? Warte mal, was mir noch einfallen würde, oben irgendwo. Oder unten der Kellerschlüssel, aber... Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hallo? Was ist die Glühbirne? Die hängt schon wieder irgendwo. Achtung. Ja, natürlich. Bilder hier immer. Die Hair Crimes. Hier war doch irgendwo so eine Luke im Boden. Passt nicht. Ich will gar nicht wissen, wie Dolores aussieht, wenn sie uns heimsucht. Nee, warte, hier war das.
Ah, diese Statue da hinter den, hinterm Laken. Unschön. Hier war eine Luke. Ja. Nee, der AliExpress ist nicht... nicht verschlossen. Schade. Mist, jetzt ist mein ganzer Plan dahin. Aha. Hauptsache mal schön das Licht überall anlassen. Habe ich jetzt vielleicht auf den Dachboden? Ich meine, das wäre noch eins, was mir einfallen würde, weil sonst... sonst haben wir ja nichts mehr. Das Licht hier überall aus. Muss ich vielleicht doch eine Kerze? Warum ist der Spiegel hier verschwunden? Ich geh mal ab, die blöde Glühbirne. Hey. Nimm mal vielleicht wieder ein Feuerzeug in die Hand. Weil man sieht doch mit der Kamera recht wenig hier jedes Mal. Da ist auch noch eine Tür. Ich bin so... bin so ein Held. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Oh. Nein. Oh, hey Dolores, ich wollte dich nicht erschießen, ja? Das war alles ein dummer Zufall. Oh. Oh. Der Spiegel ist da oben. Oh, ich hab die Pimpernellen. Da nimmt gar nichts ab. Ich nehme ein paar Pilchen, das ist wieder gut. Nam nam nam, lecker, lecker. Ist da immer noch eine drin? Flasche ist leer. Der Spiegel scheint dir ein anderes Zimmer im Haus zu zeigen. Aber wo ist das? Ist doch der... das sieht aus wie ein Dachboden, da ist alles zugenagelt. Aber wo... der Griff ist... vielleicht so ein Kleiderbügel hier. Das ist das. Halten, greifen, bewegen. Tür wird das sein, hä? Ja, wo soll ich jetzt das Teil für den Dachboden herbekommen? Oh nein, ich glaube, davon hat Schauerland geredet. Der hat auch gemeint, er musste irgendwann den Stock finden. Und es dauert ewig. Hat er ewig rumgesucht. Hier vielleicht irgendwo beim Kind, hallo? Hallo Kind. Die Hexe mit ihrem... okay, das ist eine Kette. Oder ist das ein Strick? Unheimlich, ich gehe lieber.
Yeah.